Was macht eigentlich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Und heute haben wir zu Besuch, beziehungsweise sind zu Besuch, ich bin zu Besuch bei Nils Bohning. Nils, meine Frage vorweg, was um alles in der Welt machst du den lieben langen Tag hier oder anderswo? Eigentlich bin ich Förderschullehrer, nicht nur eigentlich, ich bin Förderschullehrer und arbeite in Bremervörde an der Förderschule mit Schülern, die Beeinträchtigungen unterschiedlichster Art und Weise haben. Welche Klasse hast du im Moment? Im Moment bin ich in der Abschlussstufe tätig. Das heißt, wir bereiten unsere Schüler tatsächlich auf das Berufsleben vor und haben am Donnerstag unsere Abschlussfeier, die wir hoffentlich ein wenig zelebrieren können. Hast du ein gutes Gefühl? Also nicht für die Abschlussfeier, sondern für die Jungs und Mädels, die du jetzt begleitet hast? Ja, definitiv. Auch wenn das eine schwierige Zeit war, aber wir haben schon das Gefühl in unserem Team, dass das tatsächlich rund ist und dass es hoffentlich danach dann für sie gut weitergeht. Und wie lange hast du die jetzt schon begleitet? 2 Jahre oder länger? Genau, diese Klasse habe ich 2 Jahre begleitet in den letzten 2 Jahren, genau. Wie groß sind diese Klassen? Wir sind 7 Schüler, Schülerinnen und Schüler, genau. Also so kleine Klassen, sodass man gut und intensiv arbeiten kann. Ja, was ja dann auch wichtig und wichtig ist. Genau. Was machst du neben der Schule? Wenn du hier nach Hause kommst, trifft dich ja auch noch Schule. Deine Frau ist Lehrerin, ähnlich wie meine. Die sind Kolleginnen an der Grundschule. Wir müssen also aufpassen, was wir heute hier sagen. Sonst belieben. Was machst du neben Schule und Familie? Gibt es noch ein Ehrenamt, das dich ausfüllt? Genau, ich bin in der Kirchengemeinde ein wenig tätig, im Mediendienst, so heißt es. Wie nanntest du das noch? Stickgemeinde, genau. Markus Stammer sagt das Stickgemeinde. Ja, genau, also wir sind ein ganzes Team, das Gottesdienste aufnimmt, auf Sticks spielt und dann an Haushalte verteilt oder an Leute verteilt, die halt nicht mehr so mobil sind und dann aber auch Gottesdienst und Gemeinde miterleben können. Zunächst mal dachte ich, naja, das ist ja ein Job, der bringt dich gar nicht mit Menschen zusammen. Im zweiten Überlegen aber zeigt sich mir irgendwie so ein Bild, du stehst an der Haustür, hast gerade geklingelt, die Leute machen auf und dann schnackt man auch einen Moment. Ne? Das heißt, du kommst viel rum. Genau so ist das. Und manche Leute erwarten einen dann auch, weil sie wissen, ach, heute ist wieder Montag, der Stick kommt. Okay. Und dann kommt es immer wieder zu netten kleinen Unterhaltungen. Wie lange bist du denn unterwegs? Oh, das sind Montag, Nachmittag dann? Genau, das sind schon gut zwischen 1,5 und 2 Stunden. Fast 80 Kilometer werden abgefahren. Ja, okay. Das ist das, was du für Kirchengemeinde machst. Was macht sozusagen die Kirchengemeinde für dich? Also welche Orte besuchst du, an denen du auftanken kannst? Also deinen Glauben auftanken kannst? Unterschiedlichste Gottesdienste, da wir ja eine Familie sind, haben wir da viele Berührungspunkte unterschiedlichster Art und Weise. Der Gottesdienst dann quasi an sich selbst auch, wo ich dann vielleicht auch mal alleine hingehe. Das sind so Orte, an denen ich dann auftanke. Und wie würdest du deinen Glauben beschreiben, wenn ich jemand fragen würde? Meinen Glauben beschreiben? Also was mir wichtig ist, ist... Oder so. Genau. Ja. Das, was mir wichtig ist im Glauben, ist Vertrauen zu haben. Auch Vertrauen in Gott zu haben und zu wissen, dass er da ist, dass er einen hält, egal in welchen Situationen. Und das finde ich ganz wichtig auch für den Alltag, dass man weiß, okay, da ist jemand, der ist da für dich. Ja. Gab es schon mal Situationen, in denen du gedacht hast, das war es jetzt für mich? Also mit dem Glauben, an dem du ganz nah dran warst zu sagen, ich breche jetzt damit, das hat für mich nichts mehr. Dieser Halt, ich spüre den nicht mehr. Nee, das hatte ich nicht. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich wirklich schon von Kindesbeinen ab an mit Kirche, mit Glauben zu tun hatte. Und ich glaube, auch wenn ich es versucht hätte, es hätte irgendwie gar nicht funktionieren können, weil das auch so ein bisschen mein Leben bestimmt hat. Wo steht denn deine Glaubenswiege? Schönes Wort. In der Nachbarkirchengemeinde in Rade. Da bin ich sozusagen groß geworden und zum Glauben gekommen. Ich bin in Herbstedt groß geworden, auch da waren wir nicht weit voneinander entfernt. Und dann in Öse getroffen. Hast du da was mitgenommen? Also Zivildienst in Öse haben wir gemacht, beide. Hat sich da was rübergerettet in diese Zeit an Erfahrungen oder sonst? Ja, also ganz viele Kontakte, die mir wichtig geworden sind, das habe ich mitgenommen.
aber auch wie unterschiedliche Menschen Glauben unterschiedlich leben. Mhm. Du hast noch einen ganz anderen Glauben, das ist wirklich die letzte Frage, der Glaube an den HSV. Ja, er spielt nächste Saison zweite Liga, würde ich sagen. Unglaublich, ne? Ist unglaublich, aber ist so. Ja. Ich will dich auch gar nicht weiter quälen. Ja, danke. Tschüss. Mach's gut. Und vielleicht gibt's ja mal einen Teil 2, Teil 3. Wir hatten noch eine Menge zu erzählen. Definitiv. Oder? Ja. Ciao.